Herzlich willkommen. Mithilfe dieser E-Learning-Einheit wollen wir euch den Aufbau und die Regeln einer EPK erläutern. Als Fallbeispiel nehmen wir an, dass ein Unternehmen ein Bewerbungsverfahren durchführen möchte. Jeder Geschäftsprozess beginnt und endet mit einem Ereignis. Das Ereignis beschreibt das Eintreten eines betriebswirtschaftlichen Zustandes, der eine Handlung auslöst bzw. das Ergebnis einer Funktion sein kann. Die Funktion beschreibt, was nach einem auslösenden Ereignis gemacht werden soll. Bei der Beschreibung der Funktion sollten Verben verwendet werden. Der Kontrollfluss gibt alle möglichen Durchgänge durch eine EPK wieder. Er kann mittels der Operatoren aufgespalten werden. Die Elemente der EPK sollten so angeordnet werden, dass der Kontrollfluss weitgehend von oben nach unten verläuft. Die Organisationseinheit gibt an, welche Person bzw. welcher Personenkreis die bestimmte Funktion ausführt. Mit dem Informationsobjekt werden die für die Durchführung der Funktion benötigten Daten angegeben. Das Informationsobjekt kann nur mit Funktionen verbunden werden. Es gibt drei verschiedene Operatoren, den XOR, den OR und den AND-Operator, doch dazu später mehr. Dieser Prozess ist fehlerhaft, weil man in diesem Fall keinen UND-Operator benutzen darf und das Symbol des UND-Operators auf die falsche Richtung weist. Der UND-Operator wird dazu verwendet, um Ereignisse und Funktionen miteinander zu verknüpfen. Der UND-Operator wird immer dann verwendet, wenn alle Fälle eintreten müssen. Er wird häufig dazu verwendet, parallele Abläufe zu modellieren. Hier ist nun der richtige Operator zu sehen. Es muss ein Entweder-Oder-Operator verwendet werden und auf die richtige Richtung weisen. Der XOR bzw. der Entweder-Oder-Operator teilt den Kontrollfluss auf. Es darf nur ein Fall eintreten. Er wird für alternative Prozessabläufe verwendet. Dieser Prozess ist fehlerhaft, weil man in diesem Fall keinen Oder-Operator benutzen darf und das Symbol des Oder-Operators auf die falsche Richtung weist.
Sind ein oder mehrere Fälle im Kontrollfluss denkbar, so wird dies mit dem Oder-Operator verknüpft. Hier der richtige Operator. Es muss ein XOR-Operator verwendet werden und in die richtige Richtung weisen.